Manche Leute sagen, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Das sagen die, weil in jedem von uns ein haariges Ungeheuer steckt, zu dem wir werden, wenn uns der Kragen platzt. Wenn wir uns angegriffen fühlen oder eine Situation schrecklich unangenehm ist, passiert das, was sonst höchstens bei Vollmond passiert. Wir fahren aus der Haut und wir verwandeln uns unfreiwillig wie ein Werwolf. Die Wut ist wahrscheinlich das heißeste Gefühl von allen. Krasser als Ärger und schwerer zu bändigen als Zorn. Gut möglich, dass es daran liegt, dass wir meistens wütend werden, weil uns jemand an die Wäsche will. Wie ein Schutzinstinkt steigt das Thermometer und wir fangen vor Wut an zu kochen. Alles wird irgendwie rot. Aus den Ohren dampft es. Manchen blubbert sogar der Schaum vor dem Mund. Oder sie schlagen um sich. Blöd ist, dass spätestens seit Rotkäppchen niemand böse Wölfe mag. Keiner kann was für seine Wut. Aggression steckt in jedem Menschen drin. Und wenn man seine Wut immer unterdrückt, ist das ungefähr so ungesund, wie mit dem Atmen aufzuhören. Wut ist oft der erste Schritt für eine Veränderung. Trotzdem darf sie dich nicht zum Tier werden lassen. Gegen die Ganzkörperbehaarung gibt es Tricks, die nicht einmal wehtun. Um den Tisch rennen und rückwärts von 100 abwärts zählen. Den Kopf in den Kühlschrank stecken, um die Beherrschung zurückzugewinnen. Oder du redest einfach darüber und sagst, was dir stinkt. Wut ist eine haarige Angelegenheit, die dir auf keinen Fall über den Kopf wachsen sollte. Und in dich reinfressen solltest du sowieso nur Köstlichkeiten.